Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibär-Meldung. Da gibt es eine neue Folge StarCraft 2 mit dem Multibär, mit mir, mit Protoss gegen Terraner auf Katalyse-LE. Ja, Terraner geht eigentlich zurzeit, wie gesagt. Ich habe ja Probleme mit Zerg, aber wir werden sehen, wie das Match läuft. Ob ich mich zum Schluss wieder aufrege über Terraner oder nicht, werden wir sehen. Aber ich denke, doch, Terraner, wenn man das Harassment ein bisschen abwehren kann, dann geht das eigentlich. Und ich will sowieso ein bisschen mein Makro-Game trainieren, also schaut es euch an. Einfach. Wir bauen zuerst natürlich den Pylon. Schon bei 14. Jetzt. Zack. Gehen scouten. Wo irgendwie ein Schießscheiß kommt. Veteraner weiß man aber auch nie. Zerg schießen habe ich selten gesehen. Das ist meistens dann, na gut, das sind All-In, All-Ins. Ja, wann fängt Cheese an, wann fängt kein Cheese an? Das ist halt die Frage, ne? Okay, so, wir haben Chrono boostet, nehmen jetzt das Gas. Bauen weiter Drohnen, Sonden. So, unser halber Zergspieler, wir sagen, wir bauen nochmal Drohnen. Wir nehmen bei 20 dann unsere Echse. So, sie dachten, sieht nicht gut aus. Proxy? Kein Proxy? Sicher? Das sieht nach Proxy aus. Dann schicken wir mal noch eine Sonde zum Scouten. Setzen gleich noch einen Pylon, noch ein Gate, nehmen den Core. Nee, Core. Bauen Pylonen. Ja, da ist er. So, Chronobusten. Bersi für Notfall. Bauen weiter Sonden. Er hat natürlich verloren. Okay, wir haben wir gleich geharrest. Zweiten Bersi. Machen Sie nicht so einfach. Gut, sollte man eigentlich abgewehrt haben. Ehre den Dalai Lama. Und trotzdem noch einen Adepten. Und gleich auf eine Robo. Obwohl, wir können eine Echse nehmen. Die Erstgeborenen werden auch siegen. So, der kommt mit runter. Der wird jetzt meine Echse holen. Was wünscht ihr? Gucken hier mal rum. Niemand kann uns aufhalten. Er baut auf jeden Fall noch mehr. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ehre den Dalai Lama. Gebt uns einen Auftrag. Unser Denken gleicht sich. Wir dienen mit Stolz. Ja, das scheint noch nicht vorbei zu sein, sein All-In. Da ist er. Auslöschung. Die Schlacht wartet. Wo werden wir gebraucht? Wo werden wir gebraucht? So, bauen wir gleich eine Robo. Falls er dann unten irgendwie reinkommt. Obwohl, den Bersi kann man stehen lassen. Bauen wir mal Stalker. Ein paar Stalker zum Safen. Aber wir können auch warten. Ohne wussten wir unser. Forschung abgeschlossen. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Dann könnte er nämlich gleich mir noch mehr gelumpig ankommen. Davon gehe ich eigentlich aus. Er braucht nämlich noch fleißig. Ja, das schicken wir Bersi mal hin. Ghost!
Ghost hatte ich auch noch nie. Ghost all in. Ich bin hier in den Schatten. Kalt ist die Leere. So, ist vorbei, mein Freund. Raul umsonst. Ich bin hier in den Schatten. Orin Shisal. Wie ihr befehlt. Dann holen wir uns mal schnell sein Zeug da. Dann reicht das mal. Der Ghost, wir brauchen auf jeden Fall noch einen. Nicht genügend Helden. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht genügend. Mann! Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Das ist natürlich weg. Wir gehen mal runter gucken. Forschung ab. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Was habe ich denn jetzt abgeschlossen? Ach, das ist sehr schön. Na gut, gehen wir mal zurück. Irgendwo Unsterbliche. Zum Gas und viel mehr Ressourcen. Mineralien fällt. Ich bin hier. Nicht genügend Energie. Schlaf. Wir nehmen noch eine dritte. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was ist euer Problem? So, zwei davon abziehen. Ich bin hier. Jetzt noch ein paar Gates. Zu viel Gas, wir nehmen jetzt auf jeden Fall schon mal auf Archons noch zusätzlich oder Templer eher gesagt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Ihr habt. Gucken wir runter mit unserem War Prison. Eure Sonden werden angegriffen.
wie ich Terraner hasse. Ihr habt nicht genügend mit mir. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier. Ach, das ist natürlich eine Position, die ich absolut liebe. Schon die Echsen, ja, oder nicht? Eure Sonden werden angegriffen. Mein Leben für Ajur. Heraku. Ich bin hier in den Schatten. Hallo, da war ein Kupon. Meditiert. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Alles sammeln schicken. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kassar, die Templar. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich hab schon 4 Bases. Ich kann gleich mal ein Go machen. Na, da kommen wir einfach drauf fliegen. Na, dann gehen wir einfach drauf, würde ich sagen. So, den holen wir uns da unten einfach. So, eins Upgrade. Oh, wir wollen noch eine Echse. Wir stellen. GG! GG! Tja, man muss halt bei Terraner einfach nur das Harassment überleben. Ja, das ist wirklich so. Dann geht's eigentlich. Ich hätte vielleicht noch ein paar Kolosse bauen können. Da, ja, der hat ordentlich Minus gekriegt. Einfach nur Makron und den Harassment abwehren. Dann sollte man, kann man eigentlich Terraner gut locker besiegen. Na gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal im Karten kurz rein. Wie sieht es mit ressourcentechnisch aus? Ja, ein bisschen vorne ist halt normal. Upgrades habe ich ein bisschen vernachlässigt. Ich hätte ein bisschen mehr machen können. Na egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Multibär. Tschö, tschö. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschö, tschö.